So, ich denke, jetzt klappt's. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier zurück bei Eikuchen. Ich glaube, ich kann die Kamera sogar noch ein ganz kleines Stück mit nach vorne nehmen. Ja, ich dachte heute einfach mal was Neues. Ich bin wieder hier zu diesem See gefahren, wo ich ansonsten auch meine Videos immer aufnehme. Aber ja, die haben gerade die Schranke offen. Das heißt normalerweise immer, dass da so ein bisschen was los ist. Und bevor ich da halt irgendwen beim Angeln störe oder so, dachte ich mir, fahre ich einfach mal ein Stück weiter. Jetzt bin ich hier in diesem wunderschönen Feld. Hier habe ich schon mal Videos aufgenommen, ihr werdet euch erinnern. Da habe ich unter anderem auch darüber geredet, ob es okay ist, mit Fangirls zu schlafen. Meldet euch auf jeden Fall. Und fand ich auf jeden Fall ganz cool. Nochmal Props an dieses T-Shirt hier, ist auf jeden Fall mega nice. Und das muss man natürlich auch einfach mal tragen. Ne, der Manu, Kev und Timo Fanclub. Beste Leben an dieser Stelle. Und ja, heute geht es auf jeden Fall mal um das Thema Placements. Ich habe dazu schon mal einen Kuchen Talks gemacht. Ich glaube, das war Kuchen Talks Nummer 130 oder so. Ich bin mir aber da auch nicht besonders sicher. Ihr könnt einfach Placements Kuchen.tv eingeben und dann findet ihr nach 100 Kritikvideos wahrscheinlich auch das Richtige. Und ja, in diesem Video geht es einfach nochmal darum, denn ich muss sagen, ja, dass ich meine Sichtweise ja dazu halt auch einfach geändert habe. So, ne? Dazu wird dann auch nochmal so ein eigenes Video kommen, aber jetzt erstmal nur so auf die Placements geachtet, ist das Ding halt einfach, dass wenn du halt ein kleiner YouTuber bist und du hast gar keine Ahnung von diesem Business, so, und ich meine, das ist halt nun mal einfach Fakt, ne, so diese ganzen Meinungsblogger, auch ich damals, so, wir hatten überhaupt gar keine Ahnung, wie YouTube funktioniert, so, ne, was Placements angeht und so weiter, ne, wie diese ganze Szene so läuft, und wenn du natürlich größer wirst, ne, du knüpfst natürlich auch langsam, aber sicher so deine Kontakte, ne, ist ja klar so, ja, dann muss man einfach sagen, dass sich so ein bisschen auch die Sichtweise ändert, vor allem, wenn du dann natürlich selber mal angeschrieben wirst von Firmen, so, ne, das gab es so der Größe, die ich da hatte, ich glaube, da hatte ich ein Placement mal für 100 Euro auf dem Zweitkanal oder so für so ein Buch, also da merkt ihr schon, ist auf jeden Fall nicht so viel zu holen gewesen für den lieben Kuchen.tv und ja, ich kann euch eigentlich schon direkt sagen, dass es wahrscheinlich in nächster Zeit häufiger vorkommen könnte, dass mal Placements am Start sind. Ich habe jetzt heute, wo ich das Video hier filme, es ist gerade Sonntag, da kam das 10. Cake News, da habe ich zum Beispiel auch ein Placement für NordVPN gehabt, so, ne, und ja, ich hoffe einfach mal, dass ich demnächst mal ein paar Placements kriege, um die Werbeunfreundlichkeit auszugleichen und einfach, weil ich Cash will, Leute, das Auto bezahlt sich nicht von allein. Ja, auf jeden Fall habe ich damals in dem Video gesagt gehabt, also mein größter Punkt war auf jeden Fall, dass ich es okay finde, Placement zu machen, aber dass sie halt auf jeden Fall zu dem Kanal passen müssen. Und ja, ich muss da sagen, dass ich diese Meinung von mir da wirklich jetzt eigentlich so ziemlich geändert hatte im Endeffekt. Ja, und ich werde das mal so ein bisschen erklären. Also an sich ist es natürlich immer nochmal von Vorteil, wenn du ein Placement hast, was natürlich auf deinem Kanal irgendwo so ein bisschen zugeschnitten ist. Ja, wo man sagen kann, okay Bruder, das passt auf jeden Fall. Das Problem daran ist halt im Grunde, dass es natürlich auch immer auf deinen Kanal an sich ankommt, für welche Placements oder was für Placements du dann annehmen könntest. Nehmen wir zum Beispiel mal einen Lifestyle-Kanal so. Der ist ja, also ein Lifestyle ist ja an sich so ein Thema, das umschließt ja wirklich alles. Ja, also du kannst Placements für Reisen annehmen, du kannst, keine Ahnung, Klamotten geschickt bekommen, ja, du kannst irgendwelche technischen Geräte bekommen, ja, dir sponsert jemand ein iPad, du zeigst das fertig so und deine Zuschauer würden nicht mal merken, dass das ein Placement ist, wenn du es nicht hinschreiben würdest, weil Lifestyle halt eben einfach so alles umfasst. Und bei Beauty ist es natürlich halt ähnlich, wobei da natürlich auch gerade dann die Beauty-Produkte natürlich im Vordergrund stehen. Bei Let's Plays oder Gameplay ist es natürlich klar, dann sind es halt irgendwelche Spiele, was weiß ich, oder auch MMOGA, also irgendwelche Anbieter, die in dem Bereich irgendwas machen. Du hast halt für jeden Bereich auf YouTube hast du halt so deine Placements, wo du ganz klar einordnen kannst, okay, das und das würde auf jeden Fall auf den Kanal passen. So, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was für Placements passen bitte für einen Meinungsblog-Kanal. So, da gibt es erstmal so an sich kein Thema, wo du sagen würdest, ja geil, Alter, genau das ist es. Das Einzige, was man nehmen könnte, das habe ich zum Beispiel auch mal gemacht, war bei Shakes & Fidget, dass ich dann einfach einen Kuchen-Talks darüber mache. So. Ja, das Einzige wäre wirklich, wenn jetzt Leute ankommen, ja, beispielsweise, was weiß ich, Apple kommt an, ja, und sagt, jo, wir geben dir das neueste iPad, Alter, mach mal eine Review drüber, dass ich dann quasi so einen Kuchen-Talks über iPads oder sowas mache. Ja, ist jetzt nicht das Spannendste dann wahrscheinlich, aber ne, so ungefähr halt. Ne. Viel mehr gibt es für meines Blogs im Endeffekt gar nicht, außer dass man quasi da so ein eigenes Video zu machen kann. Aber ein eigenes Video, also ein komplettes Placement als Video, ist auch meistens immer schwierig so. Ne? Normalerweise wollen die Firmen einfach nur so eine kurze Anmerkung irgendwo am Anfang am Video und dann sind die schon zufrieden. Ne? Da muss man kein ganzes Video machen. Und aus dem Grund habe ich eigentlich auch schon gemerkt, nachdem ich ja größer geworden bin, okay, wow, Alter, deine Meinung changed sich eigentlich voll. Und eigentlich möchtest du diese Placements annehmen, aber eigentlich passt das ja gar nicht so. Ne? Das Ding ist, ich persönlich finde es heute halt viel, viel wichtiger, dass du hinter den Produkten stehen kannst. So, ne? Dass man wirklich sagen kann, jo, Digga, hör mal zu, ne? Das passt jetzt nicht
nicht unbedingt auf den Kanal, aber ich kann dir das anbieten, so ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben. Und NordVPN ist zum Beispiel sowas. Ne? Also die haben Top-Bewertungen, ich nutze die seitdem auch selber, ne? Ich habe vorher Hide.me benutzt, bin komplett zufrieden so, ne? Ist super, Alter, da kann ich halt nichts Negatives zu sagen. Ich kann jetzt auch nicht krass in die Materie eingehen, weil ich bin so ein oberflächlicher Nutzer, ja, ich schalte es an und gut ist, ja, aber an sich muss ich sagen, oh Digga, hier sind voll viele Fliegen, ey, piss dich, Alter. An sich muss ich halt sagen, dass ich da zum Beispiel komplett hinterstehen kann. So, ne? Und genauso bei den anderen Placements, die ich so angenommen habe. Ne? Ich habe halt beispielsweise, was habe ich denn noch so gehabt, Alter? Muss ich selber mal überlegen. Auch zum Beispiel diese Apps zum Beispiel, die ich angenommen hatte. Ne? Da kann ich auch komplett hinterstehen. So, weil ich da sage, okay, ich bin zwar gegen Pay-to-Win, aber das Pay-to-Win in dem Spiel ist jetzt nicht so heftig, dass du gar keinen Spaß mehr hast, sage ich mal. Dass du jetzt das Gefühl hast, oh, das ist jetzt ein richtig krass übermächtiger Gegner. Also bei War Robots zum Beispiel, das habe ich selber, keine Ahnung, lass mich lügen, einen Monat oder so aktiv gezockt. Danach, ja, es ist das gleiche wie bei League of Legends, da zocke ich auch nicht mehr, weil deine Mates einfach auf Kacke sind. So, es macht einfach keinen Spaß. So, ne? Du bist, so bei War Robots ist halt das Ding, da gibt es halt so einen Modus, du musst halt so Signalfeuer erobern. Und dann hast du drei Leute in der Base, also von fünf Stück, drei in der Base, die nur Fernkampfangriffe machen, weil die halt den Roboter genommen haben. Wahrscheinlich, weil die sich das gekauft haben oder so und sich dachten, boah, jetzt fick ich alles. Ja, kriegen halt trotzdem auf den Sack. Ja, weil die halt einfach das einnehmen und dann chillen die einfach nur ihre Basis, ne? Weil die halt auch einfach nur in der Base stehen, so. Also richtig dämlich und deswegen zocke ich das zum Beispiel auch nicht mehr. Aber an sich finde ich das Spiel echt gut. Ne? Und bei den Vikings ist es zum Beispiel so, es ist zwar ein Aufbauspiel und wenn du da Geld reinsteckst, Bruder, du kannst da durchrushen wie nicht. Keine Ahnung, bei mir persönlich ist es halt so, das ist nur meine eigene Meinung, ich habe solche Spiele, so Aufbauspiele nie gezockt, um der Beste zu sein. Also ich habe auch mal 5 Jahre oder 7 Jahre oder so, habe ich Ikariam gezockt, das ist auch so ein Browser-Game, wo es nur darum geht, eine Stadt aufzubauen. Und wenn du da Geld rein investierst, bist du auch 100-mal besser als die anderen so. Das hat mich aber nie gestört, weil es nie der zentrale Punkt für das Ziel war, was ich erreichen wollte, einfach nur eine geile und große Stadt haben so. Also ich hatte da nie Gegner, die irgendwie übermächtig waren, ne? Und ja, ich persönlich finde es halt bei sowas auf jeden Fall wichtiger, dass man halt sagen kann, jo, ich kann euch das halt anbieten, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen habe. Ne, das finde ich persönlich heutzutage einfach wirklich wichtiger, als dass man sagen muss, oh, das muss jetzt aber 100% auf den Kanal zugeschnitten sein. So, ja, ich meine, hinter Shakes und Fidget stehe ich halt auch, obwohl ich sagen muss, ja, naja, ist halt relativ langweilig so, ne? Also ich würde echt mal gerne mit Unge privat darüber quatschen, warum der das jahrelang suchtet, so, weil du guckst halt meistens nur zu, ne? Ist jetzt nicht das Spannendste, aber ist halt trotzdem ein ganz gutes Spiel für Leute, die halt sowas feiern. Ich denke mal, die haben da auf jeden Fall Spaß dran. Das wird in dem Genre schon das Beste sein, so. Aber da zum Beispiel war es auch so, dass die mit mir halt längere Zeit, also sie wollten dann nochmal mit mir zusammenarbeiten, habe ich auch gesagt, Leute, nee, so, ne, weil ich halt einfach selber nicht so den Turn hatte jetzt, dass ich sagen konnte, jo, ne, mit denen muss ich jetzt für immer zusammenarbeiten. Ist wahrscheinlich auch dumm, ne, weil gerade als Meinungsblogger, als KuchenTV ist es halt wirklich nicht so einfach, geile Placements zu bekommen, ne? Weil viele Firmen denken sich natürlich so, oh, kritisch, ne? Und so, ist nicht so geil. Ja, es ist schwierig, Leute, mit sowas. Ne? Und ja, ich muss auch sagen, dass ich halt früher ja auch so ein Placement angenommen habe. Ich darf jetzt nicht sagen, von wem, ne? Aber ich denke mal, das werdet ihr kennen. Das war, glaube ich, mal in einem Facebook-Feld am Ende. Ja, ein Dienst, ich will überlegen, kann ich das sagen? SMS-Dienst auf jeden Fall. Zum Beispiel, und da muss ich auch sagen, dass es halt kacke war, dass ich das angenommen habe, ne? Und den Fehler sehe ich zum Beispiel selber auch komplett ein, sollte ich einfach nicht machen sollen. Das ist dumm gewesen von mir, gar keine Frage. Ne? Braucht man auch nicht so viel zu sagen. Ich habe das Video ja dann auch schlussendlich gelöscht gehabt. Und da muss ich zum Beispiel auch wirklich zugeben, so, das war das erste richtige Placement, was ich bekommen habe. Und da habe ich eine mittelständige, vierstellige Summe halt bekommen dafür. Das kann ich ja so ganz offen suggerieren oder sagen. Und ja, da war zum Beispiel auch das Ding, da hat man sich wirklich auch so ein bisschen davon leiten lassen, so, ne? Wenn die halt mit einer Summe ankommst, so von dem, was ich im Monat verdiene für so ein Video, da muss man halt wirklich erstmal zu Nein sagen, ne? Und gerade auch in meiner Größe, dadurch, dass ich halt nie welche bekomme, ne, nimmt man das dann halt einfach an und dann denkt man sich so, ja, Bruder, ne, das Geld nimmst du halt einfach mal mit. Ich habe das Geld sogar tatsächlich gebraucht, weil wir in dem Monat umgezogen sind. Also Real Talk hat mir das so ein bisschen auf jeden Fall den Hintern gerettet. Ist immer doof, wenn vorher die Steuern kommen, bevor du umziehst. Und ja, ne, sowas zum Beispiel würde ich aber heute nicht mehr annehmen. Ich habe ungelogen halt ein Placement bekommen. So. Ich habe mit einem geredet gehabt und der meinte so, jo, ne, du musst halt Werbung machen die ganze Zeit. Ne, die müssen da anrufen, dann kannst du ein iPhone gewinnen. So. Und ich meinte so, ja, eigentlich nicht so, ne, weil bin ich halt nicht so der Fan. Klar, meine Zuschauer können iPhone gewinnen, ne, aber die müssen auch dafür zahlen und dann ist es so, muss jetzt nicht unbedingt sein, dass man dafür Werbung macht, so, und da meinte der so, ja, die bieten dir 30.000 an
Und ich habe ungelogen direkt gesagt, ach Bruder, man muss auch mal Nein sagen bei solchen Summen. Ja, hat er mich aber nur verarscht, ne? So wie hätten die nicht gezahlt. Aber ja, heutzutage ja, würde ich halt auch solche Placements dann halt wirklich nicht mehr annehmen, ne? Sondern sag schon, okay, ich muss halt einfach dahinter stehen. Ne, ich sag mal, gerade mit meiner Reichweite so, ich erreiche auch wirklich sehr viele Leute. Ich finde, da muss man auch aufpassen, was man bewirbt so ein bisschen. Ja, dass so halt nicht irgendwelche, das war jetzt kein Abzocker-Placement, ne? Aber so, wo du dann auch wirklich sehr viel Geld rein investieren musst und damit gar nichts rausgehst, so ist halt Kacke einfach, ne? Da stehe ich dann auf jeden Fall nicht so hinter. Na, auf jeden Fall bin ich halt persönlich der Meinung so, dass es okay ist, wenn das Placement an sich nicht auf deinen Kanal passt, wenn du es vielleicht relativ gut einbindest, das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ne? Also es ist halt immer schwierig so, ne? Weil normalerweise wollen die Firmen auch wirklich nur, dass du nach 30 Sekunden anfängst, darüber zu reden, was das ist und Ende so. Ne? Das ist halt, das wollen viele Firmen einfach. Ne? Die geben sich damit dann halt zufrieden. Dass es vielleicht nicht komplett überraschend kommt, so, ne? Ich meine, das in den Cake News, da kommt ein Thema nach dem anderen so, da ist jedes Thema überraschend, was nicht im Titel steht. Und ja, ansonsten sollte es einfach, ja, sollte man einfach dahinter stehen können. Ist so meine Meinung in der heutigen Zeit, was Placements und so angeht. Wie gesagt, ich würde halt auch nicht alles annehmen, mache ich auch nicht. Man versucht halt, sich immer so durchzuhasseln. Ist halt das Problem, weil so richtig so geile Placement in Anführungsstrichen so, klar bekomme ich auch mal, ne? Das NordVPN feiere ich zum Beispiel, aber ja, so diese größeren Dinge, sage ich mal, ne, dass jetzt zum Beispiel, was weiß ich, irgendeine Flug-Airline ankommt oder so, ne, das hast du bei KuchenTV einfach nicht so. Ne? Das ist ja klar, du musst dich halt, du bist halt einfach eher in dem Bereich unseriöserer Placements, nennen wir es einfach mal so, ne, weil diese ganzen Mainstream-Firmen und so weiter, die werden niemals mit KuchenTV zusammenarbeiten, noch nicht. Bis ich dann die erste Goldplatte habe, dann kommen die an, aber ne, so lange muss man halt hustlen. Und ja, das ist auf jeden Fall meine Meinung dazu. Ihr könnt mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, bin auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Junge, es ist so geil, das Leben, oder? Ich feiere das mega, Alter. Die Sonne geht gerade unter, es ist 20 Uhr. Ich bin extra nochmal losgefahren, weil ich Bock hatte, die Videos aufzunehmen, so, ja. Ist einfach geil, ey. Ja, dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr nächstes Video dann auch wieder dabei seid. Und dann verabschiede ich mich einfach mal. Okay, thanks, bye. Yeah, baby.